Da ist aber jemand wütend. Naja, wenn ich den ganzen Tag auf so einem Posten rumstehen... Warum bist du jetzt nicht tot? Wenn ich den ganzen Tag auf so einem Posten rumstehen müsste, wäre ich natürlich auch nicht ganz happy. So, da kommt der jetzt noch, ne? Ja. Bam, 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 bam. Und nochmal. Yay. Weggestaggert. Okay. Ich würde sagen, für den Boss werden wir dann jetzt definitiv mal den Chlorantiering anziehen, anstatt den silbernen Schlangenring. Damit wir einfach eine höhere Ausdauerregeneration haben. So, hier werde ich nicht sprinten. Und das Shiny holen wir erst, wenn der Boss tot ist. Weil jeder One zum Boss eine Herausforderung ist. Und die Sprünge da nicht so oft funktionieren wollen. Ach Gott, mit 12.000 Seelen zu dem Boss. Na, wunderbar. Was soll's. Sogar 13.000 sogar. Okay, dann auf in die erste Lücke. Ja, ein bisschen regenerieren, komm. Bleib da draußen. Draußen vor der Tür. So, weg mit dir. Dann müssen wir jetzt den ersten Wiederbeleber finden. Ah, da haben wir ihn. So, und zack. Sehr schön. Ein bisschen Ausdauer brauchen wir. Okay, gut. So, der nächste war, glaube ich, auf der rechten Seite, ne? Na, das ist ein Skelett. Dann wollen wir definitiv mal hier rein kuscheln gehen. So, so ist richtig. So, wo bleibt er denn? Moment, der muss doch mal auftauchen so langsam. Ah, hier haben wir ihn ja. Zop, zop, zop. Der ist tot, gut. So, dann machen wir jetzt die Skelette. Oder so. Aua. Kacke. Ich brauche ja mal ein bisschen Ausdauer, Kumpel. Haben wir einen kleinen Lebensstein? Gucken wir mal gerade. Nein, haben wir nicht. Okay. Na dann, komm, schlag zu. Nein, er will nicht. Okay, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ah, da hat er noch mehr Skelette getötet. Ja, was nehmen wir? Komm, nehmen wir einen Estus-Flakon. Wir warten, bis er nochmal vorbei ist, bevor wir jetzt den Hebel rumziehen. Das ist mir sonst doch ein bisschen zu gefährlich. Und ich glaube, wir schnappen uns das eine Shiny dort. So, komm. Oder die zwei. Eine schwindende Seele, okay. Und noch eine schwindende Seele, na super. Ah! Ich habe keine Ahnung, ob wir gegen das Pony hier bestehen. Ich hoffe es einfach mal. So, na dann, Action, go. Komm, mach das Ding runter. Ich will wieder mein Versteck. Oh Mann, der Henkerswagen, ja. So, komm direkt her, Pony. Okay, da hast du schon mal gut reinbekommen, ne? Mein süßes Pferd. Ja, okay, gut. Das habe ich jetzt wenigstens wieder verifiziert. Das kann man nicht blocken. Also, wenn er auf einen so zucharged. Oh, oh. Das schreit ja quasi nach dem... Wow, wow, wow. Okay, wir heilen uns jetzt einfach mal. Okay, okay. Dann muss ich versuchen auszuweichen. Ja! Okay, zweimal getroffen. Na, komm, nochmal. Jetzt ist aber gut. Was kommt? Oh, oh. Wow, wow, wow. Ruhig bleiben, Brauner. Was kommt denn jetzt? Okay, okay. Wegrollen bringt's da. Okay, Schande, ey. Komm wieder runter. Ja, ja, du kannst nach hinten austreten. Ich bin stolz auf dich. Was kommt? Oh, meine Fresse. So ein scheiß Pony. Das ist richtig aggro. Was kommt? Oh, 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 oh. Okay, Ausdauer wieder auffüllen. Was macht's? Ich sehe es nicht. Okay, hat gepasst. Sehr schön. Drücken rein, komm. Ja. Jetzt aber weg hier. Weg hier. Ja, okay. Nichts passiert, Pony. Ganz ruhig bleiben. Jetzt kommt der Atem, ne? Nein. Okay, wir waren nicht zu früh. Sehr schön. Ja, hau rein. Kill dieses Kackpferd, ey. Ja, so sieht's gut aus. Komm, willst du wieder chargen? Sehr gut. Komm, haus um, haus um. Oh, jetzt, ah. Yes. Gott, ist das geil. Henkerswagenseele.
18.000. Mama mia. I love it, I love it, I love it. Das war sogar vor dem Gerippenfürst eingeordnet. Ha! So, die Seele des Henkerswagens, dem die Hölle der Untoten untersteht. Der Wagen wurde erschaffen, um Untote zu peinigen. Doch dann wurde er zu einem entsetzlichen, wahnsinnigen Ross, einem Blick in die Seele seines Herrn. Ah. Okay. Na dann. Gut. Sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, da waren unterwegs aber noch ein, zwei Shinies. Deswegen gehen wir mal kurz zurück. Und ich glaube, hier geht es auch weiter im Endeffekt. Nein, hier nicht direkt, aber es kommt noch. Oh, hier gibt es nur diese crappigen 50er Seelen. Na? Und tatsächlich. So, aber wie gesagt, ich will ja jetzt kein Shiny vergessen. Deswegen gehen wir wieder bis zu diesem Anfang. Ja, gut. Yay, haben wir geschafft. Wow. Tja, da hat die Rolle doch mal was gebracht, ne? Wow, ich bin sehr zufrieden mit mir. Wie sich das anhört, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich den jetzt so geschafft habe. Beim ersten Mal hat er uns ja ganz schön auseinandergenommen. Aber hey, man lernt nur dazu, ne? Ich meine, wenn ich den Angriff nicht blocken kann, dann muss ich den ja wegrollen, sonst werde ich ja sowieso getroffen. So, da geht's weiter da links und das Shiny liegt gefährlich an der Grube. Da muss man ganz vorsichtig rangehen. Huh. Seele eines tapferen Kriegers. Sehr schön. Oh, ich habe wieder so toll warm. Ach, das ist immer toll, wenn man so einen Boss besiegt und... Ah. Vor allem, wenn man dran stirbt und er schwer ist und dann... Und ihn dann schafft, dann ist das umso geiler. So, komm her, da hinten ist doch noch was. Doch nicht. Ich dachte, da wäre was. Ah, da haben wir es ja. Wie gesagt, die Beta, ne? Ah ja. So, haben wir aber immerhin auch Zeug rausgenommen, was jetzt in der Beta nicht drin war. Ein Leuchtfeuer. Und wieder so ein kleinwüchsiger. Setzen wir uns mal kurz hin. So. Okay. Da haben wir seltsame Statuen. Können wir da was machen? Nein. 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 Hm. Dann können wir nur mit dem kleinen Pupsi hier reden, ne? Wobei hier... Ist das Blut an der Wand? Sieht aus wie Blut an der Wand. Hallo? What is it? Oh. You trot long home. This place won't be any fun. Not for you. Was? What is it? Oh, you trot long home. This place won't be any fun. Not for you. Ich mag den nicht. Ich verstehe es auch nicht. Warum ist der so abweisend? Ich töte dich gleich. Was, was? Du wirst jetzt getötet. So. Und jetzt? Der wehrt sich immer noch nicht, das ist doch nicht normal. So. Kleines Arsch. Nar Alma Kapuze. Okay. So, schauen wir uns die mal an. Von den Dienern Nar Almas, dem Gott des Blutes, getragene Kapuze, erhöht die bei jeder Eliminierung erworbenen Seelen, gehört Gwen dem Winzling. Jene, die Nar Alma ihre Treue bekunden, verweigern sich allen Teilen dieser Welt und sie schwören, einem blutgetränkten Pfad zu folgen. Erhöht die Anzahl der erworbenen Seelen. Hm. Den rüsten wir mal aus und den Chlorantiering rüsten wir ab und nehmen wieder den Schlangenring mit, damit wir jetzt mehr Seelen bekommen. Was steht denn hier eigentlich? Gut drüber nachdenken. Oh. Vision von Finstergeist. Kurz gesagt, der wahre Kampf beginnt. Ha? Huh? Hurra für Blutung, hurra für Blutfleck. Pech? Okay. Hätte man den nicht töten sollen? Ist das ungesund? Meh. Der war frech. Also weg mit dir. Tja. Mal gucken, ob das jetzt gut oder schlecht für uns war. Jedenfalls ist hier eine Sackgasse und es geht nicht mehr weiter. Und wir haben immer noch keine Glut gefunden. So, dann hätten wir ja... Moment, hä? Moment. Die Hölle der Untoten. Ja, super. Da war aber nichts mehr. Warum sollten wir uns hier hinporten können? Nur wegen dem Zwerg, der dann hier sitzt? Okay. Aber hier ist doch nichts mehr. Oder habe ich jetzt was übersehen beim Hochlaufen?
glaube nicht, ne? Was haben wir denn hier so stehen? Ha? Gelobt sei die Sonne, geschafft. Gut gemacht, geschafft. Na, Glückwunsch. Hm. Und jetzt? Ah, jetzt bleibt uns noch dieser Giftsumpf und dann der nächste... Der nächste Wald dort, der Schattenwald, ne? So, hier der Gift, das Erntetal, der Giftsumpf und dann dieser Schattenwald da. Ja, den Rest haben wir soweit. Im Jägerhain haben wir aber nicht alles gemacht. Da gibt es nämlich immer noch diese... den Skelettbereich. Genau. Wir gehen aber vorher, glaube ich, leveln. Das sind mir zu viele Seelen, um sie jetzt einfach so verstreichen zu lassen. Ich würde damit ja Zeug upgraden, aber ja. Ich will warten, bis wir einen Seelenschmied haben. Ich denke, Seelenschmied dürfte verständlich sein. Also dürften wir alle gleich interpretieren, ne? Halt jemand, der mit den Seelen Zeug schmieden kann. Und dann gucke ich mal weiter. Hallo, meine Schöne, ist dir langweilig? Komm, wir sprechen ein bisschen. Sag immer dasselbe, okay? Haben wir eine Flakonscherbe? Nope. Dann steigen wir mal ein bisschen auf. Ja, wie viele? 3. Sehr schön. Hm, wir sind auf 100 mit der Beweglichkeit, das ist cool. Nein. So, 3 Level, ne? Das ist schön eigentlich. So, nehmen wir ein bisschen Konstitution, da haben wir 1000 Leben. Und dann noch einen Belastungspunkt. Hätte zwar so auch 1000 Leben gehabt, aber egal. So, reisen, back to the Brückenzugang. Und dann gehen wir in diese Skeletthöhle rein. Ich weiß das nämlich nicht mehr, weiß nicht, ob da ein Boss ist oder sonst was. Ich bezweifle es einfach. Aber vielleicht kommen wir in ein neues Gebiet. Die verstärkte Keule, naja. Eine tödlichere Keulenversion. Rückkehr, back to the Leuchtfeuer. Ah ja. Der Fluch zehrt an der Erinnerung, stand da gerade. So viel zum Thema, dass der Fluch die Leute verwirrt. Ich frage mich, wie viel mehr Seelen wir jetzt bekommen. Wisst ihr was? Wir testen, ob wir überhaupt mit dem Hut mehr bekommen. So, du gibst 67. Na gut, du bist ein anderer und dir können wir nicht testen. Upsa. Und du gibst 56 sogar nur. Okay. Na dann, wir rennen jetzt nicht da hoch. Nein, wir machen den erstmal... Oh, oh. Den erstmal fertig. Ah, ist gut. Ruhig, Brauner. Oh, 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 er hat uns rausgehauen hier. Nein. Zack, zack. Oh mein Gott, das war nix. Einer, okay. Ah, wir treffen auch nie rechtzeitig. Oh. Und zack, zack. Sehr schön. Jetzt stand es wieder nicht dabei, wie viele es waren. Warum steht das manchmal nicht dabei? Naja, jedenfalls können wir es jetzt hier verifizieren. Ich glaube, die geben alle gleich viel. Na komm, hau zu. So, du gibst 101. Und du gibst... Mehr wahrscheinlich, ne? 101. So, dann gucken wir mal, oh, wie viel dieser eine Bogenschütze gibt. Und dann können wir es bei dem anderen nämlich genau testen. Jetzt müssen wir nur noch treffen. So, du gibst 101, okay. Dann mal runter mit der Mütze. Wenn wir jetzt nämlich weniger bekommen, dann stackt es. Und wenn wir gleich viel bekommen, stackt es nicht. Oh, es stackt. Nicht viel, aber es stackt. Zack. So. Na dann. Ja, genau, jetzt können wir auch zu dem Leuchtfeuer hier, weil wir ja den Schlüssel bekommen hatten. Irgendwann. Irgendwie. Ja, genau. Das ist doch mal was. Hier, Leuchtfeuer. Und da ein NPC. Coole Sache. Setz dich mal hin. So. Na dann, rede mit mir, mein Freund. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Mira.
I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead, I tell you. He's a slick talker, so don't let him fool you. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find the common footbed and put an end to his roguery. Yay, cool. Ja, ist das nicht der Typ, den wir vor dem Gitter getroffen haben, das dann runtergefahren ist? Können wir hier eine Fackel anzünden? Nein, aber wir könnten es dort drin. Egal, wir brauchen keine Fackel. Uns geht's gut. Ich gehe eine Fackel holen. Dann zünde ich nämlich direkt da das Ding an, pack die Fackel wieder weg und dann gucken wir mal weiter. Zup, zup. Na, wir haben ja 1 Stunde, 3 Minuten, 40 Sekunden hier, haben wir eine Fackel. Boah, ich dachte gerade eine Sekunde, unser Hut wird brennen. So, dann bitte hier anzünden. So, und das war's, glaube ich, ne? Ja, gut, wieder weg damit. So, und dieser Krug dort hinten hat uns, glaube ich, versucht zu verfluchen oder hat uns verflucht. Da, der. Geh weg. Dieses kichernde Mistding. Tatsächlich, ey. Da kichert aber immer noch jemand. Das war, glaube ich, gar nicht der Krug. Das war irgendetwas voller Wahnsinn. So, wir können dort nach... Da ist der Wiederbeleber. Hinter der Wand. Oh, da ist noch ein weiterer Krug, deswegen. Ist der uns immer noch am Verfluchen? Na, ich glaube nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt können wir wenigstens die Skelette töten. Komm, dann will ich diesen Fluchpott töten. Oh oh. So, und jetzt weg mit dir. Die sind ja gemein, ey. Irgend so ein Fluchpott hier hingestellt. Ach, da war ja noch ein Skelett, genau. Zack. So, dann gehen wir jetzt nämlich wieder eine Fackel anzünden. Und da machen wir schön nach und nach so eine Fackel an. Oh yeah, wir haben eine Mütze, die Seelen erhöht. Ui. So, schön hier alles in Brand stecken. Wir nehmen sie mal noch ein Stück weiter mit. Ist da unten was? Na, sieht mal nicht danach aus. Ah, hier ist dann dieser Shortcut, den man, glaube ich, von der anderen Seite öffnen kann. Wenn man das als Shortcut bezeichnen kann. So. Ja. Und hier kamen wir wieder raus, ne? Okay. Wie kam ich hier nochmal weiter rein? Ach ja, von der anderen Seite hinten am Bossraum vorbei. Genau, so sieht's aus. Ach, da ist ja ein Bogenschütze, stimmt. Ach, du kleiner Spacko, komm her. Zip. Oh ja. So, und dann du natürlich auch noch, ne? Ihr zwei. Ach Mann. Oh Mann, das hat nicht gut getroffen. Mist, egal. Dann trinken wir halt mal ein Schlückchen. Gluck, gluck. Mmh, lecker Orangensaft. Frisch aus den Seelen herausgepresst. So. Ja, ja, ja. Da haben wir wieder den Bogenschützen-Spacko. Soll er doch. Er ist wohl runtergefallen.
So, und hier haben wir den Boss getötet, genau. Und hier geht es jetzt in diese Katakomben wieder rein. Katakomben, in die Höhlen. So. Wo wir dann das freundliche Skelett aus der Nachbarschaft haben. Und wie ihr sehen könnt, dort hinten ist auch wieder ein Wiederbeleber. Aua. Das Ekelhafte ist halt, dass der Wiederbeleber auf einem Sprungpunkt sitzt. Also, boah, komm schon. Das Shiny nehmen wir uns aber. Verbrennung und 3 Titanitscherben. Das heißt nämlich, dass wir da drüber springen müssten, um ihn zu töten. Und ja, das ist nicht unbedingt das Beste, was ich hier machen kann. Springen. Deswegen lassen wir den mal eiskalt leben. Da unten ist nämlich der Tod, sonst nix. Geh weg mit deinen verfolgenden Dingern. Komm her. Aua. Weg mit dir. Wir müssen uns heilen. Oh, und das war's dann. Ist wahrscheinlich wirklich nur, um Shortcut zu öffnen. Flammenschmetterling, okay. Du gleich wieder kaputt, ja. Und damit hätten wir dann diesen Shortcut geöffnet. Ja, bringt jetzt nur bedingt viel. Oh, da haben wir ja ein paar Freunde. Na dann, kommt wieder weg mit euch. Dann gehen wir doch mal versuchen, den zu töten, auch wenn wir dabei unsere Seelen verlieren können. Wie springen wir denn da am besten rauf? Ich würde sagen, von der anderen Seite, sonst rollen wir hier gleich wieder runter. Oder? Obwohl, nein, das hier ist, sieht ein bisschen weiter aus. Ich denke, von da ist doch die bessere Möglichkeit. Aua. Nur müssen wir dann erstmal diesen Dingern ausweichen. So. Okay, bleib drauf. Ja. Jetzt droppt was Tolles, komm. Nein, er droppt gar nichts. Schade. Na dann. Oh yes, wir haben es wieder hier rüber geschafft. Okay, das sind dann diese Höhlen. Und ja, da scheint nicht viel zu sein. Na Moment, hier ging es ja, hier ging es nur zu dieser Leiche. Da geht es einfach nur in den Tod. Hm. Dann hätten wir hier ja tatsächlich jetzt alles erkundet soweit. Ja, so sieht's aus. Hm. Der macht hier Kunststerben. Gut, dann hätten wir das tatsächlich gemacht und ja, sind dann hier wirklich fertig. Dann haben wir hier alles gemacht. Na dann. Zack. Oh, der Typ ist jetzt weg. Okay. So, das war der Untotenkerker. Das war... Ja, hier, das dritte, genau. So, in der Hölle der Untoten waren wir. Dann bleibt nur noch das Erntetal jetzt mal vorerst. Und dann der Schattenwald noch. Okay. Auf ins Erntetal. Da werden wir jetzt ganz viele Seelen ernten. Oh ja, yeah, war der so gut. Huh. Nein, Quark, der war scheiße. Der war vorhersehbar. So, nicht geeignet für den Einsatz auf engem Raum. Ha! Sag mir nicht, was ich tun soll. Ist das eine unsichtbare Wand? Glaube ich dir nicht. Siehste, du lügst. Lügner, Dreckiger. Hier ist eine unsichtbare Wand. Mist. Aber hier. Nein! Naja. Okay. Boah, haben wir einen schönen Helm an, ne? Yeah, voll sexy. Egal, in diesem ersten Run mache ich alles auf Effektivität, mehr oder minder. Ja, dann mache ich hier auch mal Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit diesem giftigen Erntetal. Macht's gut, Leute, ich bin raus. Ciao.